Danja! Du bist ja überhaupt nicht Dr. Dressler. Ja, dann geh ich hier gern. Ja. Paul Gascoigne. Paul Gascoigne. Herzlich willkommen hier in Mottram Hall. Und Paul Gascoigne, ein neuer Spieler in der englischen Mannschaft. Habe ich kürzlich gehört, Katrin Müller im ZDF in den Heute-Nachrichten. Nach dem Spiel gegen Schottland, das 2:0 für England, erzielte Paul Gascoigne. Und fuhr dann zum Urlaub in die Bretagne. Gut, dass Holland mit dabei ist, oder? Meine Damen und Herren. Ja, heute werde ich halb wahnsinnig, weil ich kann das Spiel Deutschland gegen Italien nicht live sehen, weil es wieder parallel zu uns läuft. Das ist unglaublich. Die UEFA nimmt keine Rücksicht. Ja? Sie sehen hier einen Knopf in meinem Ohr, meine Damen und Herren. Das heißt, meine Erkältung ist doch schlimmer geworden als befürchtet. Nein, es heißt, ein großartiger Gast, qui parle français, Pierre Richard, meine Damen und Herren. Und eine fantastische Schauspielerin, meine Damen und Herren, aus der Lindenstraße. Tanja Schildknecht, Sibylle Vauri. Okay. Ja, wir feiern ein Jubiläum, meine Damen und Herren, auf das wir alle sehr stolz sind. Eine runde Zahl, 48 Jahre D-Mark. Sie wissen, das ist unsere Währung und damals in der schweren Zeit nach der Währungsreform, da waren wir alle gleich, da haben wir alle 40 Mark gekriegt. Der eine hat sich was zu essen gekauft, der andere einen Konzern, ja. Aber wir haben alle bei Null angefangen. Es war eine schwere Zeit, ich habe es oft genug erzählt gekriegt. Damals nach der Währungsreform. Ich wusste oft gar nicht, was die Währungsreform ist. Ja? Währungsreform bitte nicht verwechseln mit Währungsunion. Das kam ja später. Und bei der Union haben wir dann wieder viel von der D-Mark verloren. Ja, früher gab es auch noch Ostmark. Die heißt jetzt Solidaritätszuschlag. Und viele haben sich dann auch gefragt, was ist eigentlich aus der Reichsmark geworden? Die ging nach Ende des Zweiten Weltkriegs in den Untergrund und hieß ab dann Lira. Meine Damen und Herren. Ja. Und für alle Fans der D-Mark. Es gibt jetzt eine tolle Gedenkmünze aus Anlass des Jubiläums 58 Jahre. Wie oft? 58 Jahre D-Mark haben wir schon? Nein. Kann eigentlich nicht sein, oder? 48, ja, wir haben nur. Meine Damen und Herren, der Bundesbankbeauftragte für das D-Mark-Wesen, Helmut Manni Zerlett. Und falls Sie Numismatiker sind oder sonst an einem Gebrechen leiden, Numismatiker, Münzsammler, von Numi, Numis, die Münze, meine lieben Griechen. Unser Werbespot soll Ihnen zeigen, Sie kennen diese tolle Werbespots, die laufen immer in diesen Sendern, wo den ganzen Tag nur Börsenkurse und so durchgegeben werden. Ja, oder das Businesswetter in Helsinki, für mich sehr wichtig. Das Businesswetter in Helsinki, ja. Und da sind Sie, diese tolle Werbung, jetzt für eine ganz spezielle Ausgabe der D-Mark, vor allem für Sie, meine lieben Freunde in den neuen Bundesländern. Exklusiv und nur bei Oede, in der Qualität polierte Platte. Streng limitierte Auflage für die neuen Bundesländer. Zum 48-jährigen Jubiläum das Original 1-D-Mark-Stück der Bundesrepublik Deutschland. Bestellen Sie jetzt zum Preis von 9,99 Mark zuzüglich Porto und Versand. Deutsche, meine Damen und Herren, geben im Schnitt 8 Milliarden pro Jahr
für den Friseur aus. 8 Milliarden Mark, 3 Milliarden davon entfallen auf Rudolf Mooshammer. Und die Friseuren finden das sehr schade, dass nur 8 Milliarden sind, weil sie sagen, Mensch, nur 8 Milliarden, ehrlich, also wenn es noch ein bisschen mehr wäre, dann wäre es eine Million. 8 Milliarden Mark. Das sind 8 Milliarden Mark in Deutschland, das sind 8 Milliarden Mark mehr als in Tschechien, meine Damen und Herren. Und ich habe es nicht gesehen, ich weiß gar nicht, ob Tschechien noch dabei ist oder ob Italien, es ist unglaublich. Aber ich werde es, morgen werde ich es wissen, meine Damen und Herren. Morgen werde ich es wissen. Manchmal denkt man bei 8 Milliarden Mark, wenn die Frauen vielleicht 2 Milliarden Mark weniger und die Männer 2 Milliarden mehr ausgeben würden, wäre auch nicht schlecht. Nicht? Der schöne Satz beim Friseur ist eigentlich, hinten sieht es super aus. Mein Lieblingssatz. Hinten sieht er super aus. Bei Männern mittlerweile völlig out, die Mini-Pli und total in, die Westerwelle. Hart geföhnt. Ja. Und es gibt ein großartiges Jubiläum zu feiern, meine Damen und Herren. Nicht Lothar Matthäus, sondern Anneliese Rothenberger wird 70 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. 70 Jahre alt. Es hat 10 Jahre gedauert, meine Damen und Herren, bis sie das zugegeben hat. Herzlichen Glückwunsch. Früher war sie ja zu ihrer Glanzzeit sowas wie die deutsche Antwort auf Janis Joplin. Ja. Genau, das wäre groß. Ach Herr, schenk mir bitte einen Mercedes-Benz. Das war ihr großer Hit. Alle. Ja. Die Sendung hieß Anneliese Rothenberger gibt sich die Kugel oder Ehre. Anneliese Rothenberger gibt sich die Ehre. Ja. Früher war sie Sopran, heute ist sie alt. Und Sie hatte große Hits. Ihr größter Hit war, ja, die Operette, die schmeckt so himmlisch joghurtleicht. Das war als Kind. Damit bin ich aufgewachsen. Heute, meine Damen und Herren, so groß in der Zeitung, was nervt Hausfrauen beim Einkaufen? Es nervt, dass zum Beispiel die Haarmilch nicht bei der Milch steht, sondern bei den Konserven. Ja? Oder dass Einkaufswagen die Gänge blockieren, das nervt angeblich aus. Und was noch viel mehr nervt, sind zum Beispiel Leute, die so von hinten an einen rankommen und dann so in die Ferse fahren. Ja? Entschuldigung, ich habe sie nicht gesehen. Diese Leute haben auch meistens eine Tube Senf im Wagen liegen. Samstags 10 vor 1. Ja. Oder sie kommen an die Kasse ran. Sie kommen an die Kasse und in der Schlange und zwei Leute, bevor man dran ist, klock, jetzt nicht mehr, Kollegin, nehmen an. Das ist überhaupt bei Kassierern dieses Phänomen, Nachnamen plus Duzen. Haben Sie das mal beobachtet? Ja? Du, hör mal, Frau Katletzki, kannst du mal gucken, was es in Ihnen kostet? Ich wette. Es ist immer unmittelbar vor mir, ja, es ist immer unmittelbar vor mir, dass eine ältere Dame vergessen hat, die Bananen abzuwiegen. Gepaart mit dem Satz, Moment, ich hab's passend. Die Zeit sollten wir uns nehmen, oder? Ja. Weil die ganz Schlauen... Die ganz Cleveren tippen ja an der Gemüsewaage bei exotischen Früchten auf Kartoffeln. Das fällt nicht auf. 20 Kiwi, 80 Pfennig. Oder schön ist auch, wenn Sie einen Lehrer, einen Pädagogen an der Kasse erwischen, der dann so Vorträge hält, die Banane ist schon von Natur aus verpackt. Ja? Da brauchen wir nicht noch Plastik drumherum. Das geht.
Das hört man gerne, diese Zeit hat man. Gibt es eigentlich noch diese Käsedrücker, die so, wissen Sie, beim Camembert, die den Deckel aufmachen und dann mit dem Daumen gucken, ob die Konsistenz... Gibt es das noch? Ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Ja? 42% der Frauen, meine sehr verehrten Damen, eine tolle Umfrage, 42% der Frauen wollen kurze Röcke tragen. Man hat jetzt festgestellt, einen Zusammenhang, je besser es der Wirtschaft geht, desto kürzer werden die Röcke. Ja, hat das Institut in Allensbach herausgefunden. Und die Frage ist immer, wann ist ein Rock kurz? Richtig kurz ist ein Rock ja eigentlich nur, wenn die Frau nickt und man sieht den Slip. Ja? So kurz, dass die Frau sagt, was denn? Ja. Viele Frauen sagen... Der Rock muss eigentlich schon kurz sein, dass er sagt, Moment mal, ist das schon Rock oder noch Gürtel? Und viele Frauen sagen, was denn? Ich soll einen langen Rock anziehen? Hör mal, dann kann ich ja gleich einen Slip tragen. Wirtschaftslage, das ist wahr. Je besser die Wirtschaftslage, desto kürzer die Röcke. Und die kürzesten Röcken tragen Frauen, die sagen, Wirtschaftslage, was soll denn das sein? Ich kann das gar nicht vorstellen. Ja. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, einen Zusammenhang zwischen Wirtschaftslage und Rocklänge. Das hieß ja, dass Frauen irgendwie morgens vor dem Kleiderschrank stehen und sagen, was ziehe ich an? Schatz, wie steht denn der DAX? Und wenn es heißt, je besser die Wirtschaft, desto kürzer die Röcke, heißt das, Polinnen tragen Schleppen? Meine Damen und Herren, auch wir leben von der Werbung. Und das Tolle ist, die alte Werbung, die schöne alte Werbung kommt wieder. Sie haben es gesehen, auch bei uns jetzt, diese Prilblümchen kommen wieder. Ja? Wir haben es zu Hause in der Küche darauf geklebt, an diese Fugenstellen zwischen den Kacheln, wo die Ameisen rauskamen. Pril kommen, Tiere sind so schlau, sie kamen einfach eins tiefer raus. Sehr schlau. Oder Jägermeister, die klassische Jägermeister, ja. Den neuesten Jägermeisterspruch habe ich heute gelesen in einer Zeitung in Mannheim. Ich trinke Jägermeister, weil meine Tochter auch ohne mich Wimbledon und Paris gewinnt. Mein lieber Spruch. Ich trinke Jägermeister, weil der Unterberg alle ist. Unterberg, meine Damen und Herren. 150 Jahre Unterberg. 150 Jahre alt ist eigentlich kein Wunder, dass es so bitter schmeckt. Und ja, Sie kennen die Musik? Da, da. Ja, das ist es. Hey. Sie wissen, meine Damen und Herren, man bestellt ihn so. Und ich sag's nochmal. Ja, Unterberg. Nach dem Essen. Meine Herren, nicht statt. Nach dem Essen. Viele sagen, Unterberg muss ich denn eigentlich fertig im Laden kaufen? Nein, Sie können ihn auch künstlich selber herstellen. Das Rezept ist ganz einfach. Um Unterberg herzustellen, brauchen Sie 3/3 Fernet Branca, ein bisschen Wasser und eine Prise Zucker. Die können Sie ganz einfach selber herstellen. Und es gibt eine Fülle von Neuigkeiten. Sie sehen hier in meiner Hausbar, meine Damen und Herren, wir können es einmal zeigen, aufgebaut, schon eine völlig neue Getränkesammlung. Und zwar immer mehr Prominente bringen ihre eigenen Getränke raus. Das hier zum Beispiel, unser großartiger Bandleader, hat es jetzt neu auf den Markt gebracht. Warum nicht mal ein Zerlett Branca, meine Damen und Herren? Oder vom weiblichen Star der RTL Samstagnacht, Esther Schweins, neu, der Sekt für alle Ansprüche, Kupferdach. Und wenn Sie nicht wissen, wie viele Sterne Sie sehen wollen, mit Axel Schulz, meine Damen und Herren. Neu von Claudia Schiffer.
Und exklusiv im Handel von Sat.1, meine Damen und Herren, für alle, die mit dem Auto voll auf Tor 3 zuhalten, Trägermeister. Diese ganzen Getränke. Heute Morgen, meine Damen und Herren, habe ich im Wirtschaftsteil der FAZ nachgeschaut, ob unsere Wirtschaft überhaupt noch zu retten ist. Und ich habe etwas unglaublich Erschreckendes festgestellt, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Es werden weniger Fenster verkauft, meine Damen und Herren. Ich meine, wenn es so losgeht, dass jetzt kaum noch Fenster gekauft werden, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn der Standort Deutschland gefährdet ist. Und ich darf Sie bitten, bitte, kaufen Sie einmal in den nächsten Wochen ein Fenster. Ja? Sie brauchen es ja nicht dreimal. Ich kann es ja, wenn jeder einmal ein Fenster kauft, es wird gleich besser. Wirklich. Meine Damen und Herren, mittlerweile bereits Folge 60. Die dicken Kinder von Landau. Folge 60, Mama, Säckezwick. Heute, meine Damen und Herren, eine Meldung, die multikulturell eigentlich nicht toller sein könnte. In der TZ in München, Türken. Unsere türkischen Mitbürger mögen Heribert. Unseren Star-Reporter bei der EM, Heribert Fassbender. Und zwar, der Grund ist eigentlich fantastisch. Sie lieben Heribert Fassbender, weil er die Kroaten lange Zeit überhaupt nicht erwähnt hat. Ja, das ist eigentlich eine tolle Sache. Und er hat im Spiel gegen den Kroaten in den ersten 20 Minuten alles über unsere Mannschaft erzählt und nichts über den Gegner. Das war klasse, sagt Murat Isikli, 27, türkischer, und das ist überraschend, Kebab-Spezialist, meine Damen und Herren. In München. Ja. Und wir natürlich sind auch große Fans von Heribert Fassbender. Für uns eigentlich der Mann, der nach Mottram Hall sollte, um dort allabendlich ein bisschen die Stimmung einzufangen. Neuer Frau aus Mottram Hall. Und wir haben ein Kamerateam losgeschickt und haben unsere türkischen Mitbürger gefragt, was halten Sie von Heribert? Unsere große Aktion, Türken für Heribert. Große Fan von dir, Heribert. Schöne T-Shirts und Bild. Auch meine Tochter, große Fan von dir, Heribert. Heribert, zwei Mutter, bitte. Vardır güzel yaylalar, Heribert'in başında. Alır seni kaçarım, Fas, Fas, Fassbender. Heribert'in yanına, Heribert'in yanına. Rugenbauer, is it no good, no good. Beckmann, viel schlecht, viel schlecht. Dieter, Küten, nichts gut, scheiße, Mann, nichts gut. Heribert. Namen allerseits, Namen allerseits, Namen allerseits, Namen allerseits. Sie werden es wissen, meine Damen und Herren, wer ist der berühmteste türkische Philosoph? Konfuzius, natürlich. Ja. Konfuzius, der ja auch das Motto dieser Fußballweltmeisterschaft entwickelt hat, Football comes home. Und das ist ein schönes Motto, Football comes home. Das können wir hier auch haben, oder? Ja, Witz comes home. But keiner war da. Hallo, wer ist da? Witz, tut mir leid, wir sind weg. Konfuzius, meine Damen und Herren, der große türkische Philosoph. Und seine neueste Weisheit jetzt exklusiv hier in Sat.1 für Sie. Konfuzius sagt: Fußball ist unser Leben, denn König Fußball regiert die Welt.
Warteschleife. Das ist, ich wollte gerade mal in Mottram Hall anrufen. Wahrscheinlich sind wieder alle beim Spiel, oder? Ja. Erschreckend viele gehen dahin. Und es läuft auch so eine Warteschleife, ja? Besungen von Paul Gascoigne aus der Bretagne, meine Damen und Herren. Ist Ihnen das auch schon aufgefallen? Häufig ruft man ja irgendwelche Firmen oder so nur an, weil man so auf die Warteschleife von denen steht am Telefon. Und wir haben eine Hitparade der Warteschleifen, denn es ist teilweise so, dass die Warteschleifen länger werden als das Telefonat. Die 5 populärsten Warteschleifen derzeit in Deutschland, jetzt exklusiv hier bei uns für Sie. Warteschleifen-Hitparade. Platz Nummer 5, meine Damen und Herren, die Warteschleife der anonymen Alkoholiker. 7 Fässer Wein. Das baut auf, meine Damen und Herren. Platz Nummer 4, ähnlich heiter, die Aktion bei Manisch-Depressiven. Ein bisschen Spaß muss sein. Und was ist in diesen Tagen wichtiger, wo Kinder schon mal eine gescheuert kriegen, dass sie von der Couch fallen, wenn sie beim zweiten Tor dazwischen schreien? Ja, kommt immer wieder vor. Kommt immer wieder vor. Und was diese Kinder dann lügen müssen im Kindergarten, ja, unglaublich. Mein Papa ist über einen Grashalm gestolpert und hat sich an der Markise festgehalten, dabei das Auto umgerissen. Platz Nummer 3, Pro Familia. Deine blauen Augen machen mich sentimental. Das habe ich verwechselt. Das war das Frauenhaus. Noch weiter vorne, als ich dachte, meine Damen und Herren. Platz 2, Pro Familia, hier. Dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr kriegt, wenn man zu viel braucht. Und, meine Damen und Herren, passend zur großen Aktion des DFB, die natürlich auch wir voll unterstützen, keine Macht den Drogen. Platz 1, die Anrufzentrale für Heroinabhängige. Im Leben, im Leben, gibt meine Damen und Herren, unser mittlerweile schon legendärer Bandleader Helmut Madonna Zerlett, Deutschlands blondester Satan an den Tasten, hat mittlerweile seine große eigene Aktion und die heißt Mehr Text für Zerlett. Mehr Text für Zerlett. Wir hatten Sie gebeten, uns Texte zu schicken, die Sie interpretiert hören möchten von Helmut Madonna Zerlett. Und der erste dieser umfangreichen Texte wird heute gebracht von unserem neuen Textzuliefermodel Anke. Hallo Anke. Okay. Der Text lautet: Dicke Schweinerippe in Scheiben oder am Stück, vielseitig verwendbar. Was immer das heißen mag. 4,99 Mark je Kilogramm. Vielen Dank. Anke. Und natürlich auch Helmut. Oh, ja. Meine Damen und Herren, freue mich sehr, einen absoluten internationalen Topstar jetzt als erstes heute Abend begrüßen zu dürfen. Großartiger Schauspieler, wunderbarer Komödiant, meine Damen und Herren. Die Rolle, die ihn hier bei uns populär gemacht hat in Deutschland, das war der große Blonde mit dem schwarzen Schuh. Herzlich willkommen, Pierre Richard.
Wir müssen uns leider mit diesem Knopf im Ohr unterhalten. Das funktioniert? J'ai pas bien entendu. Oui, j'entends bien la traduction. Ja, ich kann sie gut hören. Ich kann die Übersetzung gut hören. Das ist sehr gut. Ich kann sie auch gut hören. Ich habe auch so einen Teil gleich von Anfang an reinmachen lassen. Ja. Sie kommen gerade mehr oder weniger aus Georgien. Ist das richtig? Hm? Ja. Was heißt Georgien auf Französisch? Qu'est-ce que quoi? Excusez-moi, mais je comprends pas bien le français. Ah. Ich habe schon meine Schwierigkeit mit dem Französischen. Bitte nochmal. Was que veut dire? Oui. En français. Was heißt auf Französisch? Georgien. Géorgie. Ah, je voulais que je parle géorgien. Ach so, ich soll Georgisch sprechen. Gamarjobat, bal. Gamarjobat, kalbatonebo. Jeskevkim, Jeskevendai, Gaiaschka. Jot Ravachelia. Un peu lauter, bitte, für Herrn Richard de Irfone. Dankeschön. Oh, vous parlez bien allemand? Un mot. Quel? Nur Scheiße. Deutsch. Ah, das reicht aber eigentlich. C'est joli? Oui. Scheiße, das, das ist das wichtigste Wort. Ja. Das, eigentlich das wichtigste Wort. Was ist auf welche Sprache? Sie sprechen perfekt Georgie. Georgisch. Parfaitement allemand. Und, Deutsch auch ganz toll. Absolut. Und in welcher Sprache haben Sie Ihren Film in Georgie gedreht? Mit Götz Georgie. En Georgien. En Georgien. Auf Georgisch natürlich. J'étais un cuisinier français. Ich war da also als französischer Koch da, später ein französischer Koch, der eine Prinzessin heiratet. Qui est français, qui est georgienne, mais qui parle français. Eine georgische Prinzessin, die aber wohlgemerkt Französisch spricht. Donc toutes les scènes d'amour étaient en français. Alle Liebesszenen auf Französisch, versteht sich? Ja. Mais comme j'étais cuisinier, aber da ich wie gesagt Koch war in dem Film, toutes les scènes de bouffe et de boisson waren dann alle Szenen, in denen gegessen wurde, auf Georgisch. Ich habe mal gelesen, die Georgier essen sehr fett und trinken sehr, sehr, sehr viel harten Alkohol, Schnäpse, während des Essens. Ist das richtig? Beaucoup. Wirklich, sehr viel, ja. Mais les Georgiens ont cette particularité, ce sont des cigales. Die Georgier haben aber die Besonderheit, dass sie gewissermaßen Grillen sind. Ils chantent tout le temps. Sie singen die ganze Zeit, statt wie die Ameise zu arbeiten. Même sur le plateau. Selbst auf der Bühne geht's los. Hey. C'est le seul studio au monde. Das ist eigentlich das einzige Studio auf der Welt. Où des figurants disaient, je vais vous chanter une chanson. Oui. Wo Statisten sagten, ich will jetzt mal was vorsingen. On tourne. Und da sagten andere, ruhig, wir drehen gerade. Et ils chantaient. Die sagen aber trotzdem. Attendez. Es geht noch weiter. Et ils chantaient. Die sagen dann also einfach los. En France, si vous chantez sur un plateau, wenn man in Frankreich auf der Bühne etwas singt, in einer solchen Situation, dann kommt der Regisseur arrêtez an de chanter, und sagt, on tourne. Hört auf zu singen, wir drehen hier. En Georgie, in Georgien, la metteur en scène disait, arrêtez de tourner, on chante. Hört man mit dem Drehen auf, wir singen gerade. So. Et tout le monde se tourne. Alle drehen sich um und hören zu. Jetzt klappt das gut mit dem. C'est bon maintenant avec la traduction. Es klappt sehr gut, meine Damen und Herren. Wir können mal zeigen, warum. Denn wir haben oben eine kleine Kamera in der Ecke, die unseren Dolmetscher zeigt. Und, Merde, Scheiße, Scheiße. Der Film heißt im Original, ich werde versuchen, auf Französisch auszusprechen, ja? Les mis et une recette du cuisinier amoureux. Ta
1001. C'est une traduction allemande. Hm? 1001 Rezept des verliebten Koches. Auf Deutsch und Allemand. Und Sie waren dieser verliebte Koch. C'est moi le cuisinier amoureux. Ja. In der Tat, das bin ich, der verliebte Koch. Man sagt in Deutschland, wenn jemand verliebt ist, dann versalzt er das Essen. Alors, non. J'en mettais un peu mal. Bei Kenny. Hab ich mit beiden Händen reingetan. Si je suis, si c'est vrai, alors j'ai, das stimmt, j'ai vraiment salé trop dann habe ich wirklich meine ganzen Gerichte die ganze Zeit versalzen. J'étais très amoureux, mais j'étais très bon cuisinier. Ich war sehr verliebt, war gleichzeitig ein guter Koch. Dans mon restaurant, on recevait Churchill. Mein Restaurant hatten wir Churchill, Chaliapin, empfangen Chaliapin, et tous les grands de ce monde. Alle Großen der Welt. Im Film. Dans le film. Ja. Dans le film. Wohlgemerkt im Film. Da treten die auch auf, als von Schauspielern gespielt, oder wird da nur davon gesprochen? Churchill et Chaliapin sont. Ils parlent russe. Mais qu'est-ce qui? Er spricht russisch. Avec Churchill, je parlais anglais. Mit Churchill sprach ich also Englisch. Mit Chaliapin, on chantait. Mit Chaliapin haben wir einfach. Hey, it's free. Russian. Hey, das ist ein Wort. Haben Sie das gelernt? Singen? Non, non, pas du tout. Nein, aber ich habe überhaupt keine Ausbildung. Doch. Si je continuais, vous verriez que non. Das würde sich bald zeigen, wenn ich weiter singen würde. Ist es richtig, dass Sie in Paris auf einem Hausboot leben? Gorman Kelly? Oui. Ja, ja. Mitten im Zentrum von Paris liegt das Boot? Je vis. Ma péniche est en face de l'Assemblée nationale. Das Hausboot liegt gegenüber der Nationalversammlung. An der Seine. Damit surveille les hommes d'État. Damit kann ich die Staatsmänner so ein bisschen im Auge behalten. Ja. S'ils arrivent en retard, s'ils viennent pas. Ich gucke dann, ob die auch kommen zur Arbeit und so weiter. Je suis juste à la Concorde. Ich bin dann direkt an der Place de la Concorde. Je crois que j'ai toujours eu besoin de voir de l'eau pour dormir. Und ich glaube, ich brauchte immer einen Blick auf das Wasser, um schlafen zu können. De l'eau pour rêver. Wasser, um träumen zu können. Et du vin pour manger. Und Wein zum Essen. Das ist, da wissen doch sicher alle Touristen, hey, ça, c'est le bateau de Pierre Richard. Pierre, will faire des photos. Non? Hey. Justement. Les touristes allemands. J'ai eu un couple de touristes allemands. Ja, ein deutsches Touristenpaar kam da vorbei. Qui est venu près de moi. War ganz dicht dran. Et qui m'a dit, photo. Sagte zu mir, photo? Photo. Wir photo? J'ai dit non d'abord. Da habe ich zuerst Nein gesagt. Et mon ami a dit, laisse, c'est des touristes allemands, ils sont gentils. Und meine Freundin sagt dann, ach, lass die mal, das sind deutsche dis Touristen, oui. Die sind harmlos. Sag ja. Alors, j'ai dit oui. Habe ich also ja gesagt. Mon sac. Hab meine Tasche hingestellt. Et la dame, elle est venue, elle m'a donné l'appareil de photo. Her. Et elle s'est mis près de son mari, elle a dit, quand on veut. Und hat sich neben mich gestellt, hat den Fotoapparat ihrem Mann gegeben und hat sich bitte fotografieren lassen. Das ist sowas doch schön, oder? C'était pour que j'apprenne eux en photo. Das war eine gute Idee. Aha. Ich würde sagen, das ist ein Wein aus Ihrem Weinberg. Votre ami Gérard Depardieu. S'il vous plaît, faites. Ihr Freund Gérard Depardieu hat auch sowas. Brinzi, Djebarski, Depardieuzki. Da. Er war auch da, était là, hat auch Vignoble, Weinberg. Ist das in Frankreich so, dass die Schauspieler jeder einen eigenen Weinberg hat? C'est quoi, pardon? Non, non. Überhaupt ja, nicht. Juste Depardieu et moi. Depardieu und ich sind die beiden einzigen. Und vous par exemple, sprechen Sie über die Qualität des Weines und nimm mal diese Traube und versuch doch mal mit Wasser.
Non, avec Depardieu, on parlait surtout de la qualité des autres. Depardieu sprechen wir vor allem über die Qualität der anderen. Der anderen Weine. Oh, des autres vins. Ja. Der anderen Weine. Er hat hier sehr gelobt, Weine zum Beispiel von Francis Ford Coppola und von Günther Strack, très star allemand. Und ich habe bei ihm gesehen, wie man Wein richtig... Parce qu'il a un gros nez, lui. Oui, il a un gros nez. Il a un gros nez. Depardieu, il a un nez comme ça. Depardieu a un gros nez. Ah, c'est bon. Oh, c'est bon. Oui. Ah, c'est bon. Bon, 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 ça, c'est bon. Oh là là, oh là là, oh là là. Il ne voulait pas aller. Gérald Depardieu. Oui. Bon. Und einmal habe ich gesagt, das ist ein Merl. Aber er hier, das ist jetzt Ihrer, ein 1983 Chateau Belle Évêque. Oui. Oui. No Scheißer, hein, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. Santé. Santé. Ja. Sehr gut. Très bon. C'est bon? Oui. Danke schön. Moi, je le vends en Allemagne. Ich verkaufe den in Deutschland. J'ai cette chance que Jacques Weindepot me le prend et me... Ich habe Glück, dass Jacques Weindepot sich da um mich kümmert. Haben nicht viel Wein in Flaschen. Ja, haben sehr viel Wein in Kanistern auch, aber natürlich sehr guten Wein auch in Flaschen. Jacques Weindepot in Deutschland. Haben Sie jetzt ein bisschen Urlaub mit den Enkelchen? Ich habe ein Urlaubski con bambini petito. Con il bambini, no, mais da... Dopo il mois d'août, Auguste, oui. Mois d'août, je vais en vacances dans le Midi. Wenn der August vorbei ist, gehe ich nach Südfrankreich mit meinen Enkeln auf mein Weingut. Weingut, nicht Côte d'Azur, en Midi? Non. La Côte d'Azur, c'est à gauche, moi je suis à droite. Côte d'Azur ist links, ich bin rechts. Près de l'Espagne. Bei Spanien eher. Perpignan. Perpignan, Narbonne. Perpignan, Narbonne, Digne. Très dur accent, là. Très dur, il parle comme ça. Sehr harter Akzent, Rolle des R in Französisch. Und dann erholen, Vacances, Soleil, Soleil. Amour, Amour, Baguette, Gitane. Yeah. Pas de cliché. Un nouveau film en entend. Schon un nouveau cliché. Un nouveau film, ja. En septembre, je vais tourner un rôle dans un film. Im September spiele ich eine Rolle in einem Film, der am Meer spielt, an der Küste. Donc je vais quitter deux mois. Je vais quitter la mer pour aller sur une autre mer. Ich gehe dann von einem Meer zu einem anderen. Pour être pêcheur professionnel. Und werde Berufsfischer. Bon, mehr kann man sich, glaube ich, nicht mehr wünschen in diesem Beruf. Merci beaucoup. Djebjewski marbiske bin ja schikaski buske barkastje. Djebjewski rencho matrecho. Djebjewski Pierre Richard. Merci. Jetzt, meine Damen und Herren, kommt eine meiner Lieblingsschauspielerin aus der Kultserie Lindenstraße. Und sie ist dort ein bisschen sowas wie die femme fatale, meine Damen und Herren, die Darstellerin der Tanja Schildknecht. Herzlich willkommen, Sibylle Vauri. Du bist ja eine der wenigen, die ganz, ganz von Anfang an mit dabei sind in der Lindenstraße, ne? So wenig sind wir gar nicht, aber ich bin eine derjenigen, die von Anfang an dabei sind, ja. Und ich meine, du bist ja schon ein bisschen so das kleine Luder in der Serie, oder? Jetzt nicht mehr ganz so klein. Am Anfang war ich so das kleine Luder, jetzt hat sich schon ziemlich erhöht, ja. Erstmal Tennislehrer Nossek. Genau, Freund meiner Mutter parallel zu mir irgendwie, oder keiner weiß genau, ob ich erst oder sie erst. Also ja. Das war alles sehr verwoben. Mutter hat sie umgebracht. Ja. Nossek blind gegen Bus gelaufen, glaube ich. Aber vorher ist meine Schwester noch an Leukämie gestorben. Ich glaub, richtig. Das war in der... Ja. Ha! Ah, nee, das war ja tragisch. Das war ja. Tragisch. Ja, genau. Ja, oh! Ja, das habe ich fast vergessen. Ja. Genau.
Oh, ja, bitte. Das kann ich mich noch genau erinnern. Kurz, hast du vergessen, aber du kannst genau sie, erinnern. Nein, ich weiß, sie lag immer mit so einer Strickmütze im Bett. Ja, genau. Und kurz drauf fing, glaube ich, Franz Schildknecht an zu malen. Nee, also er ist schon erst Alkoholiker geworden, dann fing er an zu malen. Ja, genau. Dann bist du, glaube ich, abgehauen nach Griechenland? Nee, er ist nach Griechenland abgehauen. Ich habe ihn dann, wir durften in Rhodos drehen, es gibt auch Lindenstraßen-Außendrehs. Da durfte ich dann wirklich mit dem Flugzeug richtig mit dem kleinen Team nach Rhodos fahren. Es war so schön. Hab da meinen Vater gesucht, hab ihn gefunden. Ja. Dann kam er wieder, vielleicht hat er sogar dann erst angefangen zu malen. Jedenfalls dann ist er jetzt, irgendwie ist er ja tot dann jetzt. Und es war tragisch, auch das war sehr tragisch. Sehr, sehr tragisch. Zu Silvester. Franz Schildknecht. Ist er nicht erfroren? Er ist erfroren, aber zu Silvester, weil es ist ja bekanntlich kalt. Ja, absolut, absolut. Ja, und jetzt, wie gesagt, liebst du, das ist eigentlich sehr schön, ein Menschen, der aus der Norm der Gesellschaft fällt. Auch dessen Familie ist gesammelt verstorben, nein, stimmt nicht, sein Sohn lebt noch. Wir waren beide so wie Dr. Dressler. Und ich sag, das ist wenn es uns dreht, überlebt nicht lange, leider. Großartig. Das hat für mich absoluten Kult, immer dieses hier, ja, Tanja. Mhm. Ja, und immer wenn er sagt, Tanja, ich habe uns eine CD eingelegt. Ja, ja. Und jetzt passiert es, Sibylle, in der nächsten, am nächsten Sonntag, glaube ich. Am ja? nächsten Sonntag. Dürfen wir das verraten? Da du es schon weißt, scheint es schon verraten worden zu sein, ja. denke ich mal. Dr. Dressler muss in Zukunft auf dich verzichten, denn Tanja Schildknecht wird lesbisch. Moment, irgendwie. Ist das nicht richtig? Nee, das ist jetzt wieder völlig falsch. Völlig falsch? Bei der Lindenstraße ist es ja immer so, dass zwar Ereignisse sich häufen und dass immer ganz viel passiert, aber bis es dann zu Auswirkungen kommt, das dauert ja immer. Also ich werde nicht nächsten Sonntag hingehen und sagen, Lu, ich bin denn jetzt lesbisch, ich verlasse dich hiermit. Das wird nicht passieren. Lu. Lu Dressler. Es gibt einen schönen, eine Zuschrift von irgendeinem anonymen Zuschauer, der irgendwie meinte, immer wenn Tanja zärtlich Lu sagt, schalte ich ab. Das ist, aber, da kann man dann auch nichts gegen machen. Ja, ich finde es großartig, wie du darüber redest, dass du ja auch so eine Distanz hast. Ne? Ich und Tanja, zu Tanja Schildknecht. Genau. Nicht? Viele Schauspieler glauben ja dann, sie wären die Figur oder reden nur noch von wir oder so. Also so du siehst das wirklich wie eine Schauspielerin als Rolle. Und wie lange machst du? Wir sind das 10 Jahre oder was, ne? 11. Mhm. 11 Jahre. Das war ja eigentlich doch deine ganze. Meine Jugend ging dahin, Jugend. Ja, genau. Ja, deine Teenie-Zeit. Mhm, meine Teenie-Zeit. Aber es war irgendwie, du warst. Es ist spurlos an mir vorübergegangen, ja. Ja, und jetzt liebst du Lu, denn wie lange hast du Lu geliebt? 2 Jahre? Lu habe ich jetzt, ja, 2 Jahre kommt hin. Unser Hochzeitstag war erst vor kurzem. Mhm. Ja, doch. Aber er findet vielleicht noch mal eine neue, oder? Ob er eine neue findet? Ja. Er ist mich ja noch gar nicht los. Also so schlimm. Ja, aber ich meine, irgendwie wird es ja jetzt kommen. Jetzt ist ja, ich meine, seine ganze Familie starb, meine ganze Familie starb. Jetzt ist halt, ne? Jetzt weiß man nicht, wer wen als erstes ausrottet. Also ich habe mehr Leichen auf dem Konto. Er kann sich auch nicht so gut wehren, natürlich. Nee, aber Lu hat sich natürlich, eine meiner großen Szenen war auch, als Lu zum Wahllokal hochrollte. Ja. Weil eine Rampe gelegt wurde. Die habe ich auch sehr geliebt, weil ich stand dann dahinter, wartete, wie andere Menschen meinen Mann die Treppe hochtragen. Es war schön. Ja, da hat man gemerkt, dass es zwischen euch so erste Konflikte gibt, ne? Konflikte? Nee, das war eigentlich noch, als wir uns sehr liebten. Aber wirklich? Mhm, ich denke, du guckst das. Ja, ich gucke es natürlich nicht jeden Sonntag, aber ich bin nicht? So, also im Großen bin ich schon, ich weiß zum Beispiel, dass die Beimers geschieden sind. Das hast du mitbekommen. Und was machst du? Du bist ja nicht jeden Tag mit der Lindenstraße beschäftigt, ne? Nein. Du machst natürlich auch andere Sachen. Nebenbei habe ich dann noch das Leben der Sibylle, genau. Richtig. Das führe ich weiter. Und was machst du? Studierst du? Ich studiere. Ja. Wie kommst du darauf, um Himmels Willen? Weil ich also mich in dein Leben eingearbeitet habe, wie dieser Satz heißt. Ja. Studierst du so? Ich weiß auch, was du studierst. Etwas Faszinierendes. Wirklich? Ja. Fasziniert das? Japanologie. Gibt es auch sowas wie Sinologie für Chinesisch? Oder? Genau, Sinologie ist dann für Chinesisch und Japanologie ist für die Japaner. Das heißt Japanologie. Nicht irgendwie anders. Das heißt nicht anders. Es gibt da keinen speziellen, irgendwie hyperkomplizierten Ausdruck. Ja. Leider käme wahrscheinlich besser, aber es ist einfach nur Japanologie. Wie weit bist du da? Ja, also ich mache jetzt meine Zwischenprüfung dann.
diesen Monat. Weil ich habe etwas später angefangen als andere. Und was willst du da machen, wenn du fertig bist? Schauspielerin bei der Lindenstraße werden? Ich weiß nicht. Also es ist eher was ich für mich mache und für nebenbei. Wo ich hoffentlich was bei lerne, aber als Beruf wird das wahrscheinlich nie was werden für mich. Hoffe ich, dass ich da nicht irgendwann drauf zurückgreife. Ja, aber ich meine, es ist ja großartig, dass du sagen kannst, du verdienst deinen Lebensunterhalt als Schauspielerin und machst das und als nebenbei Hobby. Gönne ich mir ein Studium. Deine Karriere verlief ja so strahlend und irgendwie so ohne Verlief Brüche. Ja so strahlend. Ja, gab es da irgendwie was, wo du sagst, das ist ein gab es Ärger oder Skandal oder deine Eltern waren entsetzt, irgendwas, was du gemacht hast? Ich hatte einen richtig großen Skandal, ja, bevor ich irgendwie zur Lindenstraße gekommen bin. War der viel größere Skandal in der Schule, dass ich eine OB-Werbung gemacht habe. Tampons. Tampons, Entschuldigung. Ja. Aber für diese Firma, die nun mal dafür synonym steht, habe ich irgendwie, und nicht, also gar nicht mal so aufregend, sondern ich saß in einem Stuhl und das wurde dann halt zu Werbezwecken für diese uns allen bekannte Tampon-Werbung benutzt. Nee, du kannst schon OB sagen, weil für mich zum Beispiel OB Oberbürgermeister ist, weil ich selber... Wirklich? Ja. Es geht nicht darum, dass du keine Marken anbietest. Darum geht's gar nicht. Ich komme halt immer noch von den Öffentlich-Rechtlichen. Ich bin dann noch nee, bei uns hier. Okay, du hattest ein OB. Ja, genau, OB und so. Und Tampon. Das war noch so halt vor der Lindenstraße. Und das war irgendwie ein Riesenskandal an der Schule. Warum? Weil alle wussten, dass ich noch gar nicht blute. Und das war dann natürlich das Schulgespräch. Und als ich dann beim Fernsehen anfing mit der Lindenstraße und irgendwie da, weiß ich nicht, Lolita und High Heels und irgendwie Brustgeschirr, es hat keinen mehr interessiert. Weil das war dann okay. Ich habe ja mal die OB-Werbung gemacht, hieß es dann immer so auf dem Schulhof. Wie alt warst du da? Jünger. Mhm. Jünger. Und was mich irritiert, alle wussten, dass ich noch nicht blute. Weiß man das denn in der Schule? Hätte man sonst nie festgestellt. Also erst wenn man so an die Öffentlichkeit tritt mit so einer Werbung, weiß man, wer an der Schule alles sich dafür interessiert, ob man schon in der Pubertät ist oder nicht so. Unglaublich. Ist spannend, ne? Das ist bei euch Mädchen doch was anderes. Ist total anders. Aber das Komische ist, dass die Jungen viel mehr interessiert hat als die Mädchen. Das fand ich am spannendsten. Ja, weil das natürlich so was... Die fanden das noch sehr interessant. Wenn man keine Schwester hat oder so, dann ist das schwer Zugang zu kriegen als Junge. Ja, eigentlich schon. So mit Freundin oder so. Ich wusste eigentlich bis 40 überhaupt nicht. Ja. Sibylle, ich danke dir ganz herzlich, ich wünsche dir alles Gute und komm wieder. Ja, gerne. Bis morgen, Dankeschön, auf Wiedersehen. Tschüss.